Jetzt schon WM-Content in FIFA 23? Naja, nicht wirklich. Dieser Freitag 19 Uhr Release ist ehrlich gesagt ein bisschen enttäuschend. Leider kam hier kaum was raus, zumindest nichts Interessantes. Wenn man mal bei den SBCs guckt, gibt's hier die FIFA World Cup Aufwärm Challenge 1. Das klingt zwar irgendwie cool mit dem World Cup, im Endeffekt bekommst du hier aber nur ein Prime Electrum Spielerpack, auch noch klein. Hier musst du zwar nicht so viel abgeben und kannst das auch mit Silberspielern schaffen, aber irgendwie ist das auf jeden Fall nicht das Wahre. Dann gibt's aber wieder das 80 Plus Upgrade Pack, das ist auf jeden Fall eine nice Sache. Ein Video dazu haben wir schon mal gemacht, das findest du in der Infokarte. Das kann sich hier auf jeden Fall lohnen, die SBC ist wiederholbar. Auch das ist so ein bisschen in den World Cup Farben designt, was es damit zu tun hat, wissen wir nicht wirklich. Dann gibt es auch noch das Tagesanmeldungs-Upgrade. Das sieht eigentlich auf den ersten Blick vielversprechend aus, wirklich viel dahinter ist aber auch nicht. Kurz erklärt, du kannst diese SBC dreimal abschließen, jeweils einmal am Tag, also heute, morgen und dann noch am Sonntag. Du musst halt eben dran denken, sie einmal in den 24 Stunden abzuschließen und bekommst dafür eben immer ein Goldpack, allerdings untauschbar, wirklich nice ist das nicht, und aber eben schaffst du auch noch eine Aufgabe nebenbei. Bei den Zielen ist das die Upgrade SBC Tagesanmeldung, die kannst du logischerweise dreimal abschließen, bekommst jedes Mal ein 2 seltene Goldspieler-Pack. Auch das ist natürlich untauschbar. Der Gruppenbonus ist allerdings ganz cool, du bekommst dir ein Pack mit einem 83 plus seltenen Goldspieler. Immerhin dafür, dass du ja eigentlich nur dreimal eine SBC machen musst. Bei der SBC musst du übrigens einfach nur 11 Bronzespieler abgeben, das geht dann schon auf jeden Fall in Ordnung. Denk auf jeden Fall daran, das jeden Tag einmal zu machen. Mit etwas Glück bekommst du ja was aus den Packs. Ja, ansonsten ist nicht viel passiert, es gibt kein neues Promo-Team und es kam vor allem keine coole Spieler-SBC raus, wie es ja eigentlich für den Freitag üblich ist. Vielleicht hat EA hier auch Probleme und das Ganze kommt etwas später raus. Dann erfährst du es natürlich auch wieder auf unserem Kanal, lass also gerne ein Abo da, um das nicht zu verpassen. Soweit zu den SBCs, neue Karten kamen nämlich doch noch raus und zwar als Meilensteinaufgaben. Hier mal ein bisschen was Neues, nämlich ein dynamisches Duo zu einem Land, nämlich Uruguay. Nämlich zu Espino und Stuani, die beide in der spanischen Liga spielen, die linken also schon mal gut zueinander. Du kannst die Aufgabe noch 50 Tage machen, also hast du auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Die beiden muss man im Modus Manager-Meisterstück abschließen. Ich habe mal geguckt, ob man das irgendwie mit anderen Sachen kombinieren kann, ich habe hier leider nichts gefunden. Wenn du aber ein einzelnes Video zu den beiden sehen willst, dann schreib uns das gerne mal in die Kommentare. Dann werden wir das auf jeden Fall auch noch machen. Ja, das war es auch schon soweit zum Freitag 19 Uhr Update. Es kam leider nicht wirklich was Krasses raus. Schreib uns doch jetzt einfach mal deine aktuelle Lieblingskarte in FIFA 23 in die Kommentare. Wen spielst du gerade rauf und runter und wer ist auch in deinem nächsten Weekend League Team auf jeden Fall dabei? Das würde uns sehr interessieren. Bei uns ist es auf jeden Fall immer noch dein Yuma's Moments SBC. Das war's soweit. Lass gerne noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.